bei Zimmerfrei gibt's immer die tollsten Dinger. Heute zum Beispiel Eidinger. Lars Eidinger jetzt bei Zimmerfrei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Willkommen, willkommen, willkommen und willkommen zu einer neuen Zimmerfrau-Ausgabe. Wer ist denn heute unser Gast, Christine? Manchmal werden ja im Fernsehen Wünsche wahr. Und für mich wird ein ganz persönlicher Wunsch wahr. Denn diesen Mann habe ich mir schon lange gewünscht. Erstens, weil es ein toller Mann ist. Und zweitens, ein begnadeter Schauspieler. Ich liebe es, ihn im Fernsehen, im Theater, im Kino zu sehen. Vergessen Sie alles, was Sie wissen über Ottomanen oder Merowinger. Hier kommt Lars Eidinger! Lars, herzlich willkommen. Hallo. Merci. Wow. Die erste Liebeserklärung ist schon weg. Herzlich willkommen. Cheers. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ich bin gerade fasziniert, weil Lars sich die Nägel lackiert hat. Ja. Warum? Tatsächlich ist die Antwort einfach exzentrik. Also es gefällt mir irgendwie. Ich finde, es macht mich interessanter. Echt? Na ja, es ist irgendwie so. Ja, ich meine, du hast dir als erstes die Frage nach den Fingernägeln gestellt. Ja, na, ist ja auch klar. Ich wundere mich eher immer über Leute, die es dann ignorieren. Ja, ich merke dann so, wie die immer gucken. So. Ich dachte erst, du hast hier, jetzt mal ohne Witz, du hast hier auf den Daumen gehauen. Weil ich dachte, na, zehnmal. Ist eine, ich habe hier auch so. Ja. Wenn, dann richtig. Ich bin ganz schlecht im Haushalt. Nein, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe so ein Faible für die 80er und dieses ganze Androgyne oder dieses Spiel mit den Geschlechterrollen und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie. Hast du das selbst gemacht? Weil es sieht total professionell. Tatsächlich hat es meine Frau gemacht. Ich mache es auch manchmal selber, dann sieht es nicht so gut aus. Machst du es auch in Rot? Sind Männer, es ist dunkelblau. Ne? Sind Männer, wenn es gerade frisch gefärbt ist, genauso wehrlos wie Frauen? Wenn was frisch gefärbt ist? Wenn die Nägel frisch gefärbt sind. Sag mal, sind Frauen vollkommen wehrlos? Ja, aber ich war neulich tatsächlich mal im Nagelstudio und dann gibt es da so kleine Fächer und da tut man die Hand rein und da haben die so ein spezielles Licht und dann sind die sofort trocken. Ach, Gott sei Dank. Aber zu Hause läuft man wirklich immer so. Ich kann gerade gar nichts machen. Aber essen könnten wir was. Ja, danke. Du hast sieht toll aus. Habt ihr das irgendwo bestellt? Oder nein, das hat Christine gemacht. Ich kann echt ganz gut kochen. So, das ist Entrecote. Warum hast du dir das gewünscht? Haben wir angestoßen? Wir haben wegen der Fingernägel. Ich habe was getrunken. No. Doch. Wir haben ich habe wegen deiner Fingernägel. Das soll zimmerfrei sein. Wir sind seit 3 Minuten auf Sendung noch nichts getrunken. Aber du hast den Mund voll, das muss zimmerfrei sein. Ich muss es retten. Ich habe es mir tatsächlich nicht erst, aber ich bin totaler Fan von der Sendung. Und ich bin so glücklich, jetzt hier plötzlich zu sitzen. Und das ist jetzt plötzlich meine Realität, das, was ich immer so von zu Hause, von der Couch, mit dem jetzt Rahmen drum, passiert. Ist plötzlich. Und wie ist das Gefühl bisher? Ja, also. Naja, ich war vorhin so ein bisschen desillusioniert von dem Bühnenbild, auch von hinten und so. Das stellt man sich natürlich alles viel größer. Das und ist bei euch natürlich, ihr spielt Othello und hinten ist alles wie in Venedig, oder? Ja. Nein, aber ich wollte sagen, dass ich das immer so toll finde, dass es eigentlich mit der, wie ich finde, für mich zumindest schwersten Disziplin anfängt, vor Leuten zu essen. Ja? Also man isst ja immer vor Leuten, wenn man im Restaurant ist, aber jetzt vor laufender Kamera, ich kenne das so vom Drehen, dass es irrsinnig schwer ist. Und ich behaupte ja auch, dass Christoph Waltz den Oscar eigentlich dafür bekommen hat, wie er den Apfelstrudel gegessen hat. Weil also es ist wirklich nicht so einfach. Erstmal ist es ja so ein Phänomen bei Schauspielern, dass alle Vorgänge sich verlangsamen in dem Moment, wo man spielt. Ja, ist ja immer so, wenn man sagt zum Schauspieler, du, ab dem Moment wäre es gut, wenn du die Cola trinken würdest, dann siehst du den Schauspieler, wie er so die Cola trinkt. Ja? Mhm. Dabei redet er noch, dann hat er sich genau den Moment überlegt, wo er dann trinkt. Dann trinkt er. Und dann stellt es weg. Und dann sagst du so, okay, war ganz gut, wir machen es normal. Und dann macht der Schauspieler so. So. Und dieser Moment ist tausendmal authentischer und realer. Ja. Und hat eine echte Geschwindigkeit. Und dieser Spielmoment ist immer so komisch verlangsamt. Ja? Und so ist es beim Essen bei mir auch. Beim Essen ist es bei mir auch so, dass ich dann oft gar nicht den Mund treffe, weil ich den gar nicht weit genug aufmache. Wirklich. Mhm. Und dass ich viel langsamer kaue. Das war bei mir in den ersten 15 Jahren zimmerfrei ganz genau. Ja.
Nee, da hat man über riesen Textpassagen, wird es immer mehr im Mund. Ja. Ja. Oh ja. Du hast jetzt die große Chance zu kauen, weil sonst kriegt Jörni, unsere Regieassistentin, eine Herzattacke, die mir zeigt, dass ich jetzt den nächsten Beitrag anmoderieren soll. Und zwar ist das unsere reizende Assistentin Nina. Und unser großartiger Notar. Und die sind mit einem Foto von Lars auf die Straße gegangen oder in Gebäude und haben mal gefragt, kennen Sie den Typen? Kennen Sie diesen Schauspieler? Ja, ich habe, kann den Namen jetzt nicht sagen. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich hätte es nicht gewusst, wie er heißt. Lars Eidinger. Bösewicht spielt er. Also ich kenne ihn aus dem Tatort, glaube ich. Ich glaube, dass er ein Bösewicht ist. Man nimmt ihn dann ab, das ist einfach. Er tut einem leid, aber er ist ja besessen von der Situation. Herr Eidinger wäre als Kind sehr gerne Zoowärter geworden. Was meinen Sie, welches Tier könnte wohl zu ihm passen? Zu ihm? Erdmännchen. Erdmännchen? Giraffe würde zu ihm passen. Wieso? Weiß ich nicht, ja, zu einer Ausstrahlung, da er gut mit Giraffen umgehen könnte. Eisbär? Warum? Ja, nur so. Die Eisbären sehen auch immer so freundlich und nett aus. Das ist aber gefährlich. Fräulein Nina, welches Tier würde denn gut zu mir passen? Auf jeden Fall irgendwas Ausgestorbenes. Oh. Bravo! Fräulein Nina und der Herr Notar. Das junge Glück. Irgendwo auf dem Produktionsgelände des Westdeutschen Rundfunks in Köln-Bocklem. Erdmännchen ist erstaunlich, oder? Ja, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Du hast eine Tochter? Geht ihr noch in den Zoo? Nee. Es gibt so eine Phase, finde ich, wo das Spaß macht mit Kindern. Und wir wohnen auch in der Nähe vom Zoo. Und ich habe das dann immer eher so als einen Spaziergang genutzt. Ist ja wie ein großer Park. Mhm. Wir sind lange nicht da gewesen. Du wolltest wirklich mal Zoowärter werden, aber nur damit ich die Leute auch richtig sehen, oder? Ja, also, das habe ich mir dann so im Nachhinein erklärt, weil ich schon das Gefühl habe, ich wollte eigentlich schon immer Schauspieler werden oder berühmt werden oder Popstar. Und dann habe ich immer gedacht, warum wollte ich denn eigentlich Zoowärter werden? Und im Berliner Zoo ist es halt so, dass die Fütterungen öffentlich sind, ja, die Seehundfütterung. Das ist in allen Zoos der Welt so. Alle Fütterungen? Ja, überall steht der Typ mit den Heringen okay, da. Ja. Ja, genau. Und so ist es im Berliner Zoo auch. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich mich einfach in diese Situation reingeträumt habe und ich eigentlich so vor den Leuten stehen wollte und die Seehunde füttern. Wir haben jetzt hier, wie Sie unschwer erkennen können, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Bühne, eine Theaterbühne. Und wir haben hier Regierollen sozusagen, eine Papierrolle. Und auf jeder Papierrolle steht ein Stück, ein Theaterstück, ein berühmtes Theaterstück, das zwei von uns pantomimisch darstellen. Und der Dritte muss raten, um welches Stück es sich handelt. Wir können danach weiter essen, keine Angst. Also es ist also so, der dass einzige, ich, ich stelle mir das so vor, dass durch Christine Westermann, die Göttin der Morgenröte, die Perle des Ostens, Lady Comedy, Lady Literature, die große Dame des WDR-Journalismus, den Anfang macht, zusammen mit unserem Gast Lars Eidinger. Würdet ihr euch bitte hierher begeben? Aber wusstet ihr, dass der Begriff Rolle tatsächlich davon kommt? Weißt du es? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dass die bei Shakespeare, ich gucke jetzt noch nicht drauf, aber bei Shakespeare tatsächlich Rollen in der Hand hatten, wo nur ihr Text und das jeweilige Stichwort vorher und nachher stand. Weil er schreibfaul war. Nee, weil das natürlich auch interessant ist. Mhm. Wenn ich nur weiß, was ich zu sagen habe, dann höre ich natürlich auch viel mehr zu, was die anderen so erzählen. Und da kommt das Wort Rolle her. Ja, die hatten Rollen und da stand der Text drauf. Interessant. Ja, sehr interessant. Mhm. Ich finde es wirklich interessant. Ja, ich auch. Ja, ich wusste es nicht. Du tust manchmal so interessiert, da bin ich mir bei dir immer nicht so sicher. Nach 20 Jahren, sie ist sich nach 20 Jahren nicht sicher. Das darf überhaupt nicht wahr sein. Los jetzt! Also hier. Pantomimisch. Moment, erstmal der Kamera. So, du kennst dich aus. Okay. Romeo und Julia, Hänsel und Gretel, Pat und Patachon, Dick und Doof. Oh. Ah, sehr gut. Oh, die Räuber. Ja. Hey. Das sind hier beide. Okay. Christine, willst du bitte da? Kenn ich nicht. Das kennst du nicht. Oh.
Habe ich unlängst noch gesehen in einer sensationellen Inszenierung. Nee. Ach so, ich muss raten. Du musst raten. Das ist das Spiel. Ah, der zerbrochene Krug. Ja, ja, fantastisch. Ich war der Dorfrichter Arno, der seine Perücke verloren hat. Ah. Ja. Entschuldigung, ich war so, ihr habt das jetzt so noch als Pantomime durch? Ja, es war Pantomime. Jetzt Christine, wir beiden. Ihr habt das so genial gemacht, ich hätte gerne weitergekommen. Oh Gott, ja. Okay. Warte. Der eingebildete Kranke. Nein, nein. Moment. Nein, nein. Wir haben nichts von Molière im Programm. Wilhelm! Ja! Bravo, Christine! Jetzt wieder ihr beiden. Kann die Kamera halten? Ach so, schon. Wer nicht? Oh, scheint was Trauriges zu sein. Oh. Der sterbende Schwan. Komm, stell dich nicht so an. Ich weiß, ich wollte... Stell dich nicht so an, hat sie gesagt. Stell dich nicht so an? Ja, ich wollte dir ein bisschen helfen. Jetzt komm. Der eingebildete Kranke. Komm, lass dir zwei wieder. Okay. Wird immer absurder. Oh Gott. Ach so. Es wird immer absurder, meine Damen. Da hätten wir eigentlich Christine gebraucht. Oh. Nein, definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Danke. Wollen wir die Abstimmung jetzt machen? Wollen wir bitte. Der Besuch bei der alten Dame? Ja, fast. Besuch der alten Dame. Doch, wie war das? Danke. So, jetzt wir beiden. Wir beide. Ah, unsere Traumrolle. Ach. Jetzt ist er. Du musst unten stehen. Nein, ja. Ist egal. Vielleicht Romeo. Ja, gut. Ja, alles klar. So. Unten oben. Ja. Moderne Inszenierung, da kann man auch mal auf Augenhöhe Romeo und Julia sein. Jetzt so. Gibt es eine Magnetaufzeichnung. Genau, Thorsten Schorn, unser Freund Thorsten Schorn, war bei deinen Freunden in Berlin. Oh. Ganz alte Freunde, aber die finden dich noch immer richtig gut. Berlin-Mitte hat sich über die Jahre ein bisschen verändert. Aber was immer noch gleich geblieben ist, das ist die Clique von Lars Eidinger. Das sind Loy, Ulich, Fabian und sein großer Bruder Jenne. Hier, der Laden ist jetzt inzwischen auch hübsch durchgentrifiziert. Was war das früher mal? Das war das Juvenal, eine Lieblingsbar von uns, wo wir den einen oder anderen Cocktail getrunken haben. Unter anderem hat Lars hier seine Frau kennengelernt. Du warst damals dabei, wie war das denn? Ja, es war für mich persönlich ein bisschen frustrierend. Weil du auch auf sie scharf warst. Das nicht, aber das Gespräch verlagerte sich ausschließlich zu ihr dann und ich saß dann so ein bisschen nebenbei. Es ist ein Vogel! Nein! Es ist ein Flugzeug! Nein! Was ist es dann? Lasermann! Ja, den Song Faxendicke haben die Jungs immer noch drauf. Die haben nicht nur gesoffen hier in Berlin-Mitte, die haben auch Kunst gemacht zusammen. Musik. Wie nannte sich eure Hip-Hop-Kombo? Wir nannten uns Ringe-Piez. Das war so deutschsprachiger Hip-Hop. War gerade damals so im Kommen. Mitte der 90er war das. Und wir wollten ganz groß durchstarten mit der Band. Warum hat das nicht geklappt? Wir waren wirklich gut, aber Lars hat sich dann letzten Endes für Schauspiel entschieden. Und Janne und ich haben uns gedacht, so eine originale Urbesetzung, die kann man einfach nicht auflösen und dann weitermachen. Also haben wir das ganze Projekt beendet. Aber ihr gebt ihm schon die Schuld. Nein, es... Doch. Hat er sich auch aufgespielt? Nein, aufgespielt hat er sich nicht, aber er hat gerne mal ein paar Kommandos zwischendurch gegeben. Was denn so? So, dass wir zwischendurch beim Rappen auch mal ein bisschen mehr atmen sollen und uns mal konzentrieren sollen. Ich hab die Faxen dicke, wer du? Ja, Icke. Ich hab es satt, dass ich kein Mädchen hab, dass kein Mädchen hat. Lars und Jenne sind 3,5 Jahre auseinander. Wie oft haben die gemotzt, schon wieder dein kleiner Bruder?
Ja, nee, die haben sich gefreut, wenn ich Lars mitgebracht habe. Also der hat sich sofort integriert eigentlich, hat mitgemacht. Und der Altersunterschied ist nicht mehr aufgefallen eigentlich nach kürzester Zeit. Faxendicke, Faxendicke, Faxendicke. Ja, wie ist es heute mit Lars Eidinger? Also unser Kontakt ist sehr schmal, sehr spärlich, aber... Also es ist immer noch so, ich glaube, der denkt auch immer noch ganz gut an uns, weil wir merken halt immer so, wenn man ihn mal anruft, und er ist erreichbar irgendwie, wenn man mal irgendwo gerne hingehen möchte oder ein Theaterstück sehen möchte, wo es vielleicht schon ein bisschen knapp ist mit den Karten, kann man ihn anrufen. Er hat eine Partyreihe, wo er nie vergisst, uns auf die Gästeliste zu setzen irgendwie, also ungefragt irgendwie. Also es ist eins. Plus eins, ja. Oder wir sehen uns natürlich auf Geburtstagen irgendwie, an solchen Anlässen irgendwie, treffen wir uns dann wieder. Lars Eidinger, ein Mann mit einem großen Herz. Die Faxendicke. Freunde und ein Bruder von Lars Eidinger, darunter der Mann, der den deutschen Rekord darin hält, innerhalb von 30 Sekunden 854.000 Mal irgendwie zu sagen. Ja, stimmt, das habe ich ihm auch schon mal gesagt, irgendwie. Der Mann mit dem großen Herzen. Wie kommt man in dieses Herz rein? Ach, ich meine, ich finde es total süß, dass Sie das sagen. Ich finde sowieso, ich werde natürlich total nostalgisch, weil der Kontakt tatsächlich gar nicht mehr so da ist. Ich habe es so ein bisschen vernachlässigt auch, weil ich dann so viel arbeite und so. Und dann schon froh bin, wenn ich mich in meiner freien Zeit um meine Familie kümmern kann. So, dass ich es eigentlich total rührend finde, dass Sie sich dann, dass sie das überhaupt gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist nicht so schwer, an mein Herz ranzukommen. Ich meine, es ist ja auch in gewisser Weise ein Teil meines Berufs, ja, mich zu öffnen. Und ich glaube ja, im Gegensatz zu der vielleicht allgemein herrschenden Meinung, dass Schauspielerei, dass es da gar nicht darum geht, sich zu verstellen oder zu lügen, sondern es geht darum, die Wahrheit zu sagen. Und da spielt das Herz natürlich eine große Rolle dabei. Bist du ein Menschenfänger? Naja, sagen wir mal so, ich bin immer sehr darauf angewiesen gewesen, auf die Bestätigung meines Umfelds. So, es gibt Leute, die sind da unabhängiger, würde ich mal behaupten. Das ist auch der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Und deswegen versuche ich immer, alle möglichst schnell für mich zu gewinnen oder einzunehmen. Ja, also es ist mir nicht egal, was die anderen über mich denken. Ich versuche eigentlich, ich meine, jeder gute Künstler würde wahrscheinlich sagen, ich will polarisieren. Bei mir ist es nicht so. Ich will eigentlich gefallen. Ja, also. Aber auch der Polarisierer, gerade im Theater, zieht Gefallen aus Nicht-Gefallen. Also ich weiß, es gibt ja nun Regisseure, die genießen jeden Buhruf, empfinden ihn als Bestätigung, ja, ja. Weil sie dann auch wissen, aber dass glaub, für das, ihr Ton glaub, auf jeden ich, Fall gefallen ich werden. Ich glaube, die Leute machen sich da was vor. Ich glaube, es stimmt nicht. Also ich glaube, es ist ein Widerspruch, zu sagen, ich mache mich unabhängig vom Publikum, es ist mir egal. Und selbst wenn sie negativ auf mich reagieren, ist es ja eine Form von Reaktion auf mich und auch die Provokation bewegt was und so. Ich weiß nicht, letzten Endes, wenn mir jemand sagt, er mag mich nicht, oder dann beschäftigt mich das. Also es lässt mich nicht kalt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es wichtig ist, sich in meinem Beruf abhängig davon zu machen. Das heißt, von der Meinung der anderen. Gibt es auch Leute, die haben Angst zu gefallen. Vielleicht, ne? Von den Leuten, die auf die Berufe setzen. Vielleicht haben sie auch Schiss, sie vergeben sich was, wenn sie gefallen. Aber ich würde mal sagen, es ist doch super easy, nicht zu gefallen. Also wenn ich es darauf abgesehen hätte, dass die Leute mich hassen, das geht furchtbar schnell. Ich hoffe nicht nach dem, was jetzt kommt, denn jetzt kommen wir zur Hausmusik. Lars hat sich ein sehr schönes Lied ausgesucht, was mit seiner Profession zu tun hat. Und zwar handelt es sich um das beliebte Katja Epstein-Schank-Song Theater, Theater. Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft. Sie stehen oben und die unten schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht. Doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Theater, Theater, der Vorhang geht auf.
dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, gehasst und geliebt, Himmel und Hölle zugleich. Und der Clown, er muss lachen, auch wenn ihm zum Weinen ist. Und das Publikum sieht nicht, dass eine Träne fließt. Und der Held, er muss stark sein und kämpfen für das Recht. Doch oft ist ihm vor Lampenfieber schlecht. Theater, Theater, ihr schenkt uns Applaus. Wir geben alles für euch. Ja, lachen und weinen für euch. Ja, wir geben alles für euch. Lars Eidinger, meine Damen und Herren. Ich hab's nur gemerkt, ich weiß nicht. Danke. Aber es ist wahrscheinlich so der größte Fauxpas in einem Liederabend. Ich habe so gemerkt, wie ich aus Nervosität immer hier so rumgefummelt habe. Ich so dachte, was passiert? Zwei, drei Mal dachte ich, das ist das Ende meiner Karriere als Klavierspieler. Ja, er spielt so und ich habe die ganze Zeit so, es geht ganz sanft. Das ist ja wie in einem Tarantino-Film hier da. Ich würde gerne mit dir auf dein Zimmer gehen und Lars hat sich ein Zimmer gewünscht und wir haben dir deinen Wunsch erfüllt. Wir haben ihm ein Zimmer aus den 80er Jahren gemacht, nämlich sein Jugendzimmer. Also wir haben das zumindest versucht, Lars. 80er Jahre Lars Eidinger. Guck mal, ungefähr. Das kommt hin. Kommt hin? Ja. Bettwäsche, du sitzt auf dem Bett, ich sitze auf dem Stuhl. Okay. Ah ja, toll. Guck mal, also so ein Glaskopf hatte ich tatsächlich auch. Da, wo die Kopfhörer drauf sind. Ich hatte so eine Lavalampe. Diese ganzen, also vor allen Dingen Michael Jackson, die David hab Bowie, auch. Die haben dich total angefixt. Die haben dich angefixt, berühmt zu sein oder zu werden. Warum? Ja, das ist komplex, würde ich mal sagen. Also erstmal, wenn ich das jetzt auch wieder so sehe, mir hat es total imponiert, dieses Posen. Ja? Ich fand es nichts Negatives. Ich fand es eher so, dass die sich das so getraut haben, ja? Auch sich so hinzustellen und so zu gucken und die Haare so zu machen. Und diese Verwandlung und hier David Bowie, dieses Spiel mit der Androgynität, was ich schon gesagt habe, das war natürlich so, dass man das als Kind auch gar nicht glauben konnte, dass man das alles darf, ja? dass man sich die Augen anmalen darf und so. Und das hatte auf mich eine wahnsinnige Faszination. Und dann waren es wirklich wie Ikonen für mich. Ja? Also das ist so, wie andere Leute Jesusbilder anbeten oder so, waren das wirklich Persönlichkeiten, zu denen ich aufgeschaut habe, die mir viel bedeutet haben, wo ich richtig zittrig wurde, wenn ich die neue Bravo hatte. Okay, das ist hier eine Popcorn, aber dann hat man richtig so durchgeblättert. Und wenn dann so ein ganzer Artikel über die Band drin war, die man mochte, oder dann war man total aufgeregt. Ja? Und dann hat man mich ganz vorsichtig hier in der Mitte immer die aufgebogen und die Poster ganz sorgfältig rausgetrennt und aufgehangen. Und so. Und ich bilde mir einfach ein im Nachhinein, dass das auch mit ausschlaggebender Grund dafür war, dass ich Schauspieler geworden bin. Wann war denn klar, ich will nicht mehr anhimmeln, sondern ich will angehimmelt werden? Ja, na, es ist ja immer so, wenn man dann für was bestätigt wird, bilde ich mir ein, dass man dann auch, ja, das macht einen halt irgendwie auch an. Ja? Also wenn jetzt jemand sagt, das machst du ganz toll. So, und das ist vielleicht was einem auch Spaß macht. So, aber jetzt zum Beispiel beim Gesang bin ich mein Leben lang noch nie bestätigt worden. Ja? Deswegen bin ich auch kein Sänger geworden. Also da hat nie jemand gesagt, Mann, du singst so toll. Aber beim Theater war das so, dass ich relativ früh so in der Schule auf der Bühne gestanden habe und gespielt habe und die Leute extrem auf mich reagiert haben. Ja? Oder dann alle danach nur von mir erzählt haben. Und das, da habe ich gemerkt, dass mir das viel bedeutet. Und dass auch diese Aufregung zum Beispiel, ich finde das schon interessant, wenn ich jetzt in so eine Talkshow gehe, dann stehe ich trotzdem hinten und habe Angst. Ja? Wovor? Und dann, wovor hast du Angst? Ich zweifle sofort an mir. Ja, genau, das ist wahrscheinlich der Grund. Ich habe
ich kann aus mir heraus ganz schwer eine Form von Selbstbewusstsein produzieren, auf das ich mich verlassen kann, sodass ich sage... Du bist ein großartiger Schauspieler. Ist dir das klar? Ja, naja, ja und ja, ja und nein. Also ich weiß nicht. Ich meine, auf der anderen Seite habe ich ja eine Sensibilität dafür, wie die Leute auf mich reagieren. Ja? Und wenn ich ins Theater komme und da ist eine lange Schlange und danach gibt es einen tollen Applaus und dann kommen viele Leute zu mir und sagen, es hat ihnen gefallen. Oder ich merke auch beim Spielen, die sind alle konzentriert und reagieren auf mich. Dann schärft es natürlich mein Wirkungsbewusstsein und ich bilde mir dann ein, es funktioniert. Ja? Aber es ist halt komischerweise immer so, dass man das auch immer wieder neu zur Disposition stellt. Also es ist nicht so, dass man es irgendwie... Hast du Angst, es könnte weggehen? Das, was du kannst? Ich habe Angst, dass die Aufregung weggeht, ehrlich gesagt. Also weil inzwischen habe ich für mich gemerkt, dass das auch mit der Grund ist, warum ich es überhaupt mache. Also diese Erregtheit, ja, und dass es was bedeutet, vor Publikum zu treten. Und ich habe Angst davor, dass es plötzlich schal wird. Und ich merke, es bedeutet mir nichts mehr. Von dem Gefühl, was du damals hattest, als du in diesem Schrein saßt, was hast du rüber retten können ins Leben heute? Ja, ich glaube, meine Frau sagt es immer, und ich glaube, es stimmt, eine meiner großen Qualitäten und Stärken ist tatsächlich eine Form von Konzentration. Ja? Mhm. Und mit Konzentration meine ich auch ein Reinfantasieren in Situationen, in Figuren. Und ich bin auch in meinem Zimmer, ich habe sehr viel gespielt mit Star Wars Figuren und bin dann richtig über Stunden abgetaucht. Ja? Und habe auch mit diesen Figuren, mit diesen Stars gelebt. Und hab Hast du mit ihnen gesprochen? Ja, ich habe so Interviews gegeben mit mir selbst. Ich habe dann oft im Bett gelegen und habe mir selber Fragen gestellt, die ich dann beantwortet habe. Deswegen bin ich auch immer total scharf auf so Fragebögen und so und auf so eine Sendung halt. Also bei mir ist es ja auch so, ich will unbedingt in diese Sendung und ich will in Talkshows, und weil es mir einfach Spaß macht, mich mitzuteilen und auszutauschen. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die Qualität von so einem Gespräch, die muss man erstmal erreichen in einem Gespräch zu Hause am Küchentisch. Also wie oft verpasst man sich über Tage, Wochen und setzt sich nie zusammen und fragt sich mal, so wie du mich jetzt fragst. Das hat ja eine totale Qualität und Schönheit, ja? Dass man sich gegenübersetzt und interessiert fragt. Und ich merke dann auch, dass ich dann anfange, mich mit mir auseinanderzusetzen und verstehe dann auch beim Verfassen der Gedanken was über mich selbst. Das sind ja nicht die Sachen, die ich jetzt absondere, ist ja nicht das, was ich... Also manchmal schon ein bisschen, aber es ist nicht das, was ich immer sage, sondern du stellst mir eine Frage und dann versuche ich, eine Antwort darauf zu finden. Und das inspiriert mich auch. Gibt es irgendeine Frage, mit der ich aus dem Gespräch jetzt rauskommen könnte? Weil wir müssen runtergehen. Ja. Ich würde gern mit dir hier ein bisschen noch sitzen bleiben. Ich finde es auch schön. Ich finde es auch schon am besten, dieses Lars Eidinger-Poster da, was ja, ziemlich bekloppt aussieht eigentlich. Ja. Warum hast du eigentlich eine Mütze auf? Sind die Haare schlecht? Naja, nee. Manche Leute denken immer, ich setze die auf, weil ich hinten keine Haare mehr habe. Aber das stimmt nicht, weil das habe ich, seit ich 20 bin. Da keine hinten keine Haare. Haare. Hinten. Okay. Naja, das war am Anfang wirklich schlimm. Also es ging so los, als ich 20 war auf der Schauspielschule. Und ich weiß noch genau. Aber es ist interessant, dich mit der Frisur zu sehen. Du hast sonst immer so eine 70er-Jahre-Frisur im Fernsehen, ja? Das ist, aber ja, hat er doch das ist eher auch, eine 50er, 40er, 50er, 30er-Jahre-Frisur. Ja. Naja, und dann weiß ich noch genau, da haben wir auf der Schauspielschule, meinte plötzlich die eine Kollegin so, ey Lars, dir gehen da hinten voll die Haare aus. Ja? Und das war, und dann dachte ich so, nein, nein, das ist ein Wirbel. Könnte man ja, jetzt ist es ein Taifun. nein, aber damit, also klar, ich hätte auch lieber Haare, aber das ist nicht der Grund. Ich weiß nicht, ich habe jetzt die Frisur, habe ich jetzt berufsbedingt. Du hast total viel Haare, finde ich, vorne. Ja, aber da, ja. Ich kenne mich. Irgendwo. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor das Gespräch peinlich wird, ja, und ich eigentlich Spezialist für peinliche Gespräche bin, haue ich jetzt meine liebe Freundin, Kollegin, Partnerin, bessere Zimmerfreihälfte, reiße ich raus aus dem Taifun, indem ich sage, hier kommt unsere nächste Aktion. Du hast, das finde ich so faszinierend, in einem russischen Film den Zaren gespielt mit phonetischem Russisch. Das heißt, du hast Russisch gesprochen, ohne Russisch sprechen zu können. Du hast Klänge gesprochen, die irgendwie eine russische Anmutung hatten, und hast gehofft, der Regisseur ist zufrieden, was er offensichtlich war. Und wir haben uns gedacht, daraus machen wir mal eine kleine Aktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden 6 Muttersprachler aus den absurdesten Sprachregionen der Erdscheibe zu uns bitten. Und wir werden von Ihnen in einem Kuvert
phonetisch geschriebene Sätze in ihrer Muttersprache, also nicht korrekt geschrieben, sondern phonetisch, so wie wir sie aussprechen würden. Und dann sind wir mal sehr gespannt, was die verstanden haben. Die Auflösung gibt es natürlich auch. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt geht's schon los. Ich darf unsere Muttersprachler zu uns bitten. Bitte schön. Herzlich willkommen. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich mache einfach mal den Anfang. Ich darf die erste Kollegin bitten. Hallo, wer sind Sie? Aussa. Aussa. Und Sie kommen aus? Island. Aus Island. Dann haben Sie bestimmt einen Namen, der mit Dottir endet, ja, Ástardóttir. Ástardóttir. Die Mutter hieß auch schon so? Ja, natürlich. Oder der Vater? Also man kann sich das aussuchen, ob man den Namen des Vaters mit dem Zusatz Dottir oder des Sohnes oder des Heiligen Geistes Amen. Alles klar. Ja, das heißt, wir machen jetzt was auf Isländisch. Ich erbreche das versiegelte Kuvert. Wir haben zwei Karten. Hier steht das drauf, was wir jetzt sprechen. Es ist phonetisch geschrieben. Dahinter befindet sich das amtlich Geschriebene und die Übersetzung. Dann können wir mal hören, was unsere Freunde aus aller Herren Länder verstanden haben. Ich fange mal an auf Isländisch. Til bossis dachsins snitzelmes baconi och surkauli. Hat das was mit Schnitzel und Sauerkraut zu tun? Also das Angebot. Til bossis dachsins snitzelmes baconi. Also für mich heißt das Schnitzel nicht auf dem Balkon, auf dem Sauerkraut. Ja, ich merke. Til bossis dachsins. Aber da ist auch immer ein saurer Kerl dabei, wenn ich das richtig Schnitzel verstanden mes habe. Snitzelmes baconi och surkauli. Ja, das klingt nach einem sauren Kerl. Ja, ich habe hier eine Übersetzung. Also heute, da heißt es, heute im Angebot. Til bossis dachsins, heute im Angebot. Ja? Schnitzel mit Speck und Sauerkraut. Aber dann ist es sur Katl und nicht sur Katl. Also ich höre da einen Unterschied. So, hier sprechen Sie es mal richtig aus. Til bossis mit Bacon und sur Kauli. Das wollte ich sagen, ja. Dankeschön. So, hallo, kommen Sie zu mir. Das ist Herr Payman Rasko. Payman Rasko, Ihre Sprache ist Farsi, also Persisch im weitesten Sinne, im einfach vereinfacht ausgedrückt. Es und Sie haben ein Kuvert für Frau Westermann. Genau. Ich freue mich schon. Danke. Ich bin gespannt. Tupasi da Saminhaye Saps Akindan Mamnu Ast. Irgendwas mit Schnitzel und Sauerkraut. Kann das sein? Ich hab's nicht verstanden. Nochmal bitte. Noch einmal bitte. Gerne. Tupasi, also ein Wort. Okay. Tupasi. Tupasi, ja. Tupasi. Da Saminhaye. Ja. Lass, das Saps. Kann dauern. Komm. Ja. Akidan. Ja. Oh, falsche Glocke. Mamnu Ast. Okay. Jetzt haben Sie es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, wenn man das Akidan, das klingt stark arabisch. Cool. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ja, kein Fußball, Fußballspielen ist auf dem Rasen nicht erlaubt, wenn man das Akidan weglässt. Ja. Und hier haben wir eine bezaubernde Kollegin aus Vietnam. Sie sind Frau Thi Kim Luan Vu. Genau. Habe ich das richtig? Richtig. Na, hört mal. So, und für dich. Ich kann ein bisschen Vietnamesisch. Ja? Oh. Nein. Genau, 28 süß-sauer. Ja, genau. Nuai. Nuai San Duan Bing La Bing. Und jetzt vielleicht ein bisschen vietnamesischer. Nuai. Nuai San Duan Bing La Bing. Aber Bing La Bing muss man doch wenigstens verstehen, nein? Nein. Bing La Bing. Nein? Also aber das ist übrigens auch der Grund, warum diese Nummern in Umlauf kamen. Ja, ne? Genau. Einfach, genau, das heißt 64. Nee. Mit Schweinefleisch. Das ist aber auch gut, auf der Terrasse gibt es nur Kännchen. Das gibt's doch gar nicht in Vietnam. Oder? Haben Sie davon schon mal gehört? Auf der Terrasse gibt es in Vietnam weder Kännchen noch Terrassen. Aber können Sie das aussprechen? Ja. Ngoài sân toàn bình là bình. Ja, aber wie genau steht das Bing?
Also hier steht ja. Ja, weil ein H hinter ist. Das H wird Bing ausgesprochen. Bing. Bing. Mit Betonung. Bing. Mit Betonung. Bing. Weiß doch jeder. Bing. Okay. Neugeistantor. Bing. Na Bing. Na Bing. Und hier haben wir einen ungarischen Kollegen. Herzlich willkommen. Sie sind der Herr Gabor Benedek. Richtig. Oh. Kerem ne Dobjanak reklamot a level. Wie? Leveladabo. Woher wissen Sie das? Bitte werfen Sie keine Reklame in den Briefkasten. So sieht's aus. Oh, vielen, vielen Dank. Fantastisch. Du bist ja perfekt, die Ungarn. So, hallo. Das ist Frau Clara Fischer und Sie sprechen Finnisch. Das hört man schon am Namen. Fischer, Clara Fischer. Finnischer geht's nicht. Ne? So, darf ich mal hier? Was haben wir denn? Finnisch steht da drauf. So, mal gucken. Cookie and Kastelu par Velkela und Kialette Kelo Karten kümmernen Karten Jelken. Ja. Und das heißt? Wenn Sie es noch einmal ein bisschen langsamer versuchen. Falsch, das heißt was ganz anderes. Aber ich mach's noch mal, damit Sie es erkennen. Cookie and Castellu par Vekala und Kialette Kelo Karten kümmernen Karten Jelken. Das Gießen der Blumen auf dem Balkon ist nach 22 Uhr verboten. Und das ist richtig! Ja. Ja. Mein Lieblingswort ist das, ist ein Wort, das heißt Kadenki Menenen Kaden. Das ist ein Wort, ja? Ist das unfassbar? Ich kann Sie nur bewundern, Sie und alle anderen Finnen. Fantastisch. So, und einen letzten Kollegen haben wir. Hier ist es, Herr Papi Kabeja. Kabeja, richtig. Papi Kabeja, Sie kommen aus Kongo. Pardon? Aus der Demokratischen Republik Kongo. Ah, Kongo. Okay. Ja. Und Ihre Sprache heißt Lingala. Lingala, ja. Lingala. Das ist deine Sprache, Lars. Kokonsome. Nochmal. Kokonsome. Kokonsome. Bilei. Ja. Kumimela. 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 Gott, es gibt ganz viel Ärger. Ja. Kokonsome, Bilei, ja. Kumimela. Epikisami. Ob das ein Beitrag zur Völkerverständigung ist, sei mal dahingestellt. Kokonsome, Bilei, ja. Kumimela. Epikisami. Also, das ist quasi. Das ist Verbot. Ja. Essen ja. Mitzunehmen. Ja, ja. Ja, doch. Ja, super. Ja, das war der Verzehr von. Ach ja, genau. Kokosome, Bilei, ja, Kumimela, Epikisami. Ich glaube, das heißt, es ist verboten, Speisen mitzunehmen. Kann ja, das sein? Ja, ja, ja. Verstanden. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank, unser Muttersprachler, meine Damen und Herren. Wunderschönen Aktion. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, hat Spaß gemacht, oder? Großartiges Sag mal, Spiel. Ich muss unbedingt noch was fragen. In unserem Fragebogen gibt es die Frage nach dem schönsten oder eindringlichsten Kindheitserlebnis. Und dann hast du geschrieben, meine tote Oma noch mal zu sehen. Und mehr nicht. Und was hat es damit auf sich? Na, erstens habe ich gemerkt, so auch, also so ein Fragebogen macht mir, wie gesagt, großen Spaß. Du hast unglaublich viel, also lange ausgefüllt. Ja, nee, einfach, weil es auch interessant ist. Ja. Mhm. Wenn man dann gezwungen ist, so Sachen aufzuschreiben, dann merkt man ja auch, dass man manche Sachen vielleicht auch noch gar nicht so richtig bedacht oder zu Ende gedacht hat. Mhm. Und mir ist einfach aufgefallen, dass so Erlebnisse, wo man vielleicht vordergründig sagen würde, das ist was Trauriges, auch oft eine Intensität haben, die sich dann eher als was Schönes einprägt. Mhm. Ja. Und ich weiß noch, meine Oma ist gestorben, wir waren nicht dabei. Und dann sind wir nach Hanau gefahren und wurden gefragt, ob wir sie noch mal anschauen wollen. Ja. Und dann war sie da aufgebahrt. Und ich habe einfach, das war der erste tote Mensch, den ich gesehen habe. Und zwar auch noch meine Oma, die ich sehr geliebt habe. Und was ich verblüffend fand, war,
dass man ja immer sagt, tote Menschen sehen aus, als ob sie schlafen. Ja? Oder sie sehen bestimmt auch alle anders aus, aber meine Oma sah einfach tot aus. Und darüber habe ich sehr viel über das Leben verstanden. Weil wenn man einmal sieht, wie jemand aussieht, aus dem das Leben gewichen ist, versteht man ja auch plötzlich, was das Leben vielleicht ist. Mhm. Ja, und das hat mich total berührt damals und beschäftigt. Und deswegen war es einer meiner prägendsten und auch vielleicht schönsten Kindheitserinnerungen. Aber da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt schon Verstorbene. Oh, ich wollte dir den Applaus nicht nehmen. Und ich weiß, wie sehr du Applaus magst. Ja. Aber, allerdings, ja. Also da gibt es, es gibt extreme Unterschiede. Es gibt wirklich Menschen, die sehen aus, als würden sie schlafen. Es gibt Menschen, die sehen plötzlich vollkommen anders aus, als sie jemals im Leben ausgesehen haben. Also es ist auch schon individuell sehr verschieden. Ja, oder es gibt auch Leute, die beschreiben, sie waren dabei, wie jemand gestorben ist. Und das wäre ein wahnsinnig aktiver Vorgang. Und eigentlich würde sich das Gesicht von innen nach außen stülpen. Und es wäre ganz viel Bewegung im Gesicht. Und ich habe mal einen Film gedreht mit einer polnischen Regisseurin Ursula Antoniak. Und der Film fängt damit an, dass man das Gesicht einer alten Frau sieht, die stirbt. Ja? Und ich hatte die Szene bis dahin noch nicht gesehen und saß im Kino. Und es fing an und es war genau so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, wie es mir erzählt wurde, wie es aussieht. Ein wahnsinnig aktiver Vorgang. Und dann habe ich die Regisseurin danach gefragt, wie sie das gemacht hat, was mich so beeindruckt hat. Und dann hat sie gesagt, sie hätte der alten Dame gesagt, sie soll spielen, sie stirbt. Und hat die alte Oma gesagt, alte Dame, Schauspielerin, gesagt, ja, ich bin aber noch nie gestorben. So, das kann ich nicht spielen. Und dann hat sie gesagt, kannst du einen Orgasmus spielen? Da hat sie gesagt, ja, das kann ich spielen. Und dann hat sie den Orgasmus gespielt und dann hat sie den Orgasmus rückwärts gespielt. Und das finde ich irre, so auch als Bild dafür, dass der Tod vielleicht ein umgekehrter Orgasmus ist. Ja, aber es fällt mir natürlich auf, dass sie offensichtlich sehr viel Übung hatte, den Orgasmus zu spielen. Darüber sollte man auch mal nachdenken. Ach so, ja. Ja, stimmt, ja. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Sarah Kane, ich habe oft vorgespielt, einen Orgasmus zu haben, aber das war zum ersten Mal, dass ich vorgespielt habe, keinen zu haben. Ah, super. Da können Frauen schneller drüber lachen als ihr. Erinnerst du dich noch an den Witz, den die berühmte Eiskunstläuferin Katharina Witt hier gemacht hat? Sie hat gesagt, es gibt den positiven Orgasmus, oh ja, oh ja, oh ja, den negativen Orgasmus, oh nein, oh nein, oh nein. Es gibt den religiösen Orgasmus, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt den gespielten Orgasmus, oh Götz, oh Götz, oh Götz. Unvergessen. Wenn wir schon bei Orgasmen sind, es kommt eine ganz tolle Frau, eine, die dich unglaublich mag. Schönen Zähnen. Mit wirklich ganz schönen Zähnen. Deine Kollegin und Freundin Sandra Hüller sagt jetzt was richtig Schönes über dich. Hallo. Ich soll heute eine Lobhudelei für Lars Eidinger hier abliefern. Und mache ich sehr gern. Obwohl ich finde, es ist ein bisschen überflüssig, weil der Lars sich ja auch gerne selber lobt. Bei jeder Gelegenheit. Es gibt ja verschiedene Typen. Aber ich finde, das macht er auch zu Recht, denn er ist wirklich der Beste. Er ist wirklich der beste Schauspieler. Das finde ja nicht nur ich, das finden ja auch Regisseure und Drehbuchautoren, Journalisten und seine Familie. Er ist wirklich der Beste. Und er hat auch wirklich spezielle Techniken, die er an der Schauspielschule gelernt hat. Das weiß ich, denn ich war zufällig auf derselben. Und ich fände es toll, wenn ihr ihn nehmen würdet, einfach weil er, also der sozusagen das Leistungsniveau in der WG würde natürlich enorm steigen durch seine Anwesenheit, allein durch den Druck, den er aufbaut, durch dieses kompetitive Wesen. Also das wäre schon toll. Und ich würde auch gerne mal mit ihm drehen, das kann ich ja jetzt auch mal hier on air gleich mal sagen, einfach nur, um ihm mal vielleicht richtig mal den Hintern zu versohlen. Also viel Spaß. Ciao. So ein bisschen aus wie Evelyn Hamann, oder? Ja? Sowas habe ich noch nie gesehen. Nein, aber findet ihr das nicht? Könnt ihr mir das erklären, warum es komisch ist, von sich selber zu sagen, man ist toll und warum es so viel einfacher und auch viel mehr Verständnis trifft, wenn man sagt, ich kann es nicht? Also warum ist es komisch, wenn man sagt, so,
Ich habe heute eine super Vorstellung gespielt. So, das ist immer so, wenn mich Leute fragen, oder da kommen Leute zu mir und sagen, Mann, das war eine tolle Vorstellung heute. Und ich sage, ja, fand ich auch. Ja. So, dann sind sie schon so. Ja, du hast die falschen die wollen, Freunde. Ne, die wollen du brauchst dann immer Freunde, hören. Die sagen, ja, du warst super. Nein, aber dieser Satz von mir, ich bin der beste Schauspieler der Welt, kommt ja tatsächlich aus so einer Gegenbewegung zu dieser salonfähigen und weit verbreiteten Koketterie, dass alle Schauspieler immer aufgerufen sind zu sagen, ach, wirklich, finden Sie, wusste ich ja gar nicht. Ja, vielen Dank. Du, das sind und immer so. Schauspieler. Sag mal, einem Deutschen, dass er eine schöne Jacke anhat. Ja. Dann sagt er automatisch, ach, meinst du, war ganz billig? Oder, ist das ein deutscher? Ich schon, ja, das ist ein deutsches Ding. Ja. Habe ich schon ganz lange. Ach, ehrlich, meinst du, die habe ich schon, also, man spielt das immer runter. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das ist Teil unseres Nationalcharakters. Ja, absolut. Aber ich finde, es ist an der Zeit, damit zu brechen. Ja, ja, ganz im Gegensatz zu den Teilen, die Teil unseres zimmerfreien Nationalcharakters, zimmerfreien Sendungscharakters sind. Hui, man muss aufpassen, was man spricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommt unser zimmerfrei. Danke! Ein lebendes Bild, das wir jetzt für dich zelebrieren. Bitte rate, was es zu raten gibt. Sie haben alles richtig gemacht, Sie haben richtig eingeschaltet. Herzlich willkommen zu Zimmerfrei Shopping. Und wir haben für Sie nur heute die Angebote des Tages, die Sie nur heute zum letzten Mal kriegen. Unseren Band Harry Potter, aber nicht das ganze Buch, nicht das halbe Buch, nein, nur die letzten drei Seiten, denn die sind spannend. Und wenn Sie glauben, das ist alles, nein, wir legen noch was drauf. Für 39,95 kommt obendrauf Fußball. Bayern München gegen Preußen Münster, aber nicht die 90 Minuten Spiel, nein, nur die letzten drei Minuten Verlängerung. Denn am Ende ist alles am besten und Sie halten mich für verrückt. Das alles zusammen für 39,95 und wir legen noch eins drauf. Hier im Publikum sitzt der Peter mit seiner Freundin. Seit 15 Jahren sind sie zusammen. Peter, 15 Jahre und was er nicht weiß, nur noch 5 Minuten, denn dann wird sie nicht mehr mit ihm zusammen sein. Das ist das Angebot. Was buchen wir jetzt? Na, was sehen wir da? Was macht er? Was ja, macht er verkauft denn? Was? Sehr gut. Ja, was verkauft, was verkauft er? Was verkauft er? Er verkauft Bücher? Naja, nein, nee, nein, nicht wirklich. Nein, nee, das wäre ja auch blöd. Ne? Bücherverkäufer ist. Nein. Ist es vielleicht ein Bücherverkäufer? Nein. Was von dem Buch verkauft er denn wirklich? Die letzten drei Seiten. Ja, also das Ende. Ja, ja, anderes Wort Ende. Für Ende. Was? Ein anderes Wort für Ende. Denk mal drüber nach, wir hören noch Verkauf, ein bisschen. Verkauf. Schluss. Bestimmt, das war schon Verkaufsschluss. Schlussverkauf. Ja! Alleine drauf gekommen. Nein, ey, super, ja. Ja. Ist und deswegen ist natürlich auch ein Preis, unser zimmerfreie Fanschaft für Lars Eidinger, meine Damen und Herren. Oh, danke. Souverän geraten. War doch total was? War total leicht, oder? Nee, es war total richtig und toll und hätte man auch drauf kommen müssen, finde ich. Deswegen bist du da drauf gekommen? Naja, ja, doch. Ja. Ja, doch. Das waren Sekunden. Bevor wir jetzt die folgende Matz gucken mit Thorsten Schorn, der hat am Anfang eine Szene drin, die du an einem Kindergeburtstag mal, also an einem Geburtstag mal gemacht hast. Da bist du aufs Fensterbrett geklettert und hast gesagt, ich springe jetzt hier runter. Warum? Ich habe schon sehr lange so ein Faible auch für eine gewisse Koketterie dann doch auch mit dem Tod oder mit dem Morbiden gehabt. So, wie kommst du jetzt von Kindergeburtstag auf Tod? Ja, weil ich da auf die, aufs Fensterbrett gestiegen bin und zu allen gesagt habe, ich springe jetzt runter. So. Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich kann mich zum Beispiel auch an den Moment erinnern, wo ich im Bett lag, alleine, das klingt jetzt so doof, aber irgendwie verstanden habe, die ganze Welt dreht sich gar nicht nur um mich, ja, sondern es gibt dann noch andere Kinder in anderen Betten, die denken an ganz andere. Ja, für dich ist es jetzt natürlich hart, dass du das jetzt erfahren musst. Ja. So, jetzt kommen wir zu Thorsten Schorn, der die Szene jetzt nachmacht und das macht er aus einem bestimmten Grund. Der glaubt auch, die Welt dreht sich um ihn, oder was lässt du damit sagen? Bei dir stimmt es ja auch. Ich springe jetzt hier raus! Ja, so hat das bei Lars Eidinger angefangen mit der Schauspielerei. Und die Reaktionen auf dem Kindergeburtstag waren überwältigend. Ja, und mit dem Talent hat das weit gebracht. Nämlich bis hierhin. Schaubühne Berlin. Künstlerischer Leiter und vor allem der Entdecker von Lars Eidinger ist Thomas Ostermeier. Es heißt ja, das soll gar keine Liebe auf den ersten Blick gewesen sein zwischen ihnen beiden. Naja, er hatte so eine Vorsprechrolle, Franz Mohr. Und hat da ein Bonbon gelutscht.
bevor er angefangen hat. Wie lange? Ja, das ging, weiß ich nicht, also 3-4 Minuten mindestens. Und das stark. Und das hat alle Leute beim E4-Spiel geflasht. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Und dann ging die Klimaanlage an. Also das heißt, in dem Moment, wo er anheben wollte, war auf einmal so... Und er konnte dann natürlich nicht spielen. Er hat gesagt, macht mal die Klimaanlage aus. Und dann ging die ganze Prozedur nochmal von vorne los. Und nochmal das Bonbon. Nochmal das Bonbon, kein Text, kein Spielen. Und ich war danach nicht hellauf begeistert, sagen wir mal. Er bescheinigt Lars Eidinger die Abwesenheit von Angst, dass ihm etwas peinlich ist. Ja. Wenn Sie sagen, lauf nackt über die Bühne, dann macht er das auch. Das ist ein absolutes Missverständnis. Ich habe noch nie zu einem Schauspieler gesagt, lauf nackt über die Bühne. Ich werde es auch nie machen. Das sind die Schauspieler. Das war seine Idee. Ja, na immer. Ach so. Ich habe noch nie einen Schauspieler gebeten, nackt über die Bühne zu laufen. Ich werde es auch nie tun. Das war Lars Eidingers eigene Idee. Ich laufe hier nackt, Puller raus. Ja. Echt? Ja. Kann Lars Eidinger Ihnen was vormachen? Also gute Laune, obwohl er schlechte hat? Nee, kann er nicht. Ich glaube, der hat sowieso 95% gute Laune. Deswegen muss er das auch nicht. Und wenn er mal schlechte Laune hat, dann sage ich so, was ist denn los, Lars? Und dann legt er aber auch ganz schön die Karten auf den Tisch. Marita Kreiser ist Lars Eidingers Garderobiere hier an der Schaubühne in Berlin. Inwieweit hat er einen Sinn fürs Publikum, wenn er auf der Bühne steht? Also nimmt er die Leute noch wahr oder steht er da alleine und spielt? Nein, Lars sieht alles. Gerade der hört alles, der sieht alles, spricht auch die Leute an. Letztens war bei Richard eine Frau im Publikum, die hielt sich die Augen waren zu, die Ohren hat sie sich zugehalten, ist dann hingegangen und hat gesagt, wollen Sie nicht lieber, wenn Sie sich hier quälen, wollen Sie nicht lieber rausgehen, holen Sie sich Ihr Eintrittsgeld wieder. Sagen Sie an der Kasse auf Eidinger, geben Ihnen das Geld zurück, gehen Sie... Sie müssen sich hier nicht quälen. Sie ist dann auch gegangen, ob sie sich das Eintrittsgeld geholt hat. Weiß ich nicht. Unfassbar! Und man, sie ist wirklich so süß und so wichtig für mich, die Marita Kreiser. Und es ist echt was Besonderes, dass sie überhaupt vor die Kamera kriegt, weil sie lässt sich grundsätzlich nicht fotografieren. Es gibt bestimmt mehr Bilder vom Yeti oder vom Loch Ness als von Marita Kreiser. Und dass sie sich da hinsetzt. Das hat sie für dich gemacht. Ja, das freut mich total. Das ist wirklich so, dass du Leute im Publikum wahrnimmst. Wie ist es, wenn einer mal mittendrin hustet an einer Stelle, die dir eigentlich unglaublich wichtig ist? Ach, Husten finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber man guckt ja beim Spielen ins Publikum. Man ist ja dem Publikum zugewandt. Und es ist schon schwer, finde ich, damit umzugehen, dass man natürlich sieht, wie Leute beim Einschlafen kämpfen oder tatsächlich schon schlafen oder so. Und ja, das ganz oft. Die gehen ins Theater und schlafen? Ja, klar. Nee, die haben alle den ganzen Tag gearbeitet und dann ist es warm und dunkel und dann sitzen die da so und dann meistens und du die Männer. Du beziehst es natürlich auf dich, dass du denkst, ich spiele so schlecht, wenn ich besser spiele. Nee, aber spiele? Ich verstehe meinen Beruf halt so als Unterhaltung im besten Sinne oder im wahrsten Sinne des Wortes, dass es darum geht, sich zu kommunizieren. Und wenn mein Gegenüber schläft, dann sage ich halt irgendwann so, bist du müde, willst du nach Hause gehen? Und das meine ich gar nicht böse, sondern ich bilde mir ein, dass ich den Leuten dadurch auch ein intensiveres und besseres Erlebnis verschaffe. Apropos intensiveres und besseres Erlebnis, hier bin ich schon, meine Damen und Herren. Und es geht um unser nächstes Spiel. Du hast diesen Hang gehabt, du wolltest ja, haben wir früher drüber gesprochen, in der Jugend mal Tierwärter werden und so. Ja, ich trage das Kostüm falsch rum. Er hat vor allem seinen Schwanz da drin. Und es geht jetzt um Folgendes. Während ihr euch umzieht, werden wir hier vorne improvisierte Opernarien singen, die unser Tier darstellen, mit Hilfe von bestimmten Wörtern, die wir irgendwie in diese Arie mit einarbeiten müssen. Diese Wörter werden uns gezeigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, von einer entzückenden Assistentin. Und zwar handelt es sich dabei um, Achtung, die Dame, die jetzt unseren Pianisten begleitet. Unser Pianist ist Paul Hombach, unsere Assistentin ist die Dufte Hummel. Los geht's! Paul! Die isländische Hummel. Wunderschön. Bitteschön. So, ich glaube, ich mache mal den Anfang, oder? Ja. Ich bin ein Känguru und ich seh aus wie ein Tyrannosaurus Rex.
aber meine Erdbeermarmelade trage ich in einem Müllbeutel, einem Müllbeutel, einen Müllbeutel. Einen Müll, einen Müll, einen Müll, einen Müll, einen Müll. Beutel, Beutel, Müttelmüll, Müttelbeutel, Hüttelmüll, Müttelbeutel, Hüppelmüll. Und ich bewege mich, als stünde ich auf einer Hüpfburg in Transsilvanien, auf der Hüpfburg des Grauens, auf der Hüpfburg des Grauens. Gleichzeitig auch eine fleischfressende Pflanze und habe Honig, Honig, Honig im Kopf. Und manchmal bin ich auch schwul und sobald ein neuer Schwarm kommt, bin ich auch gleich nicht mehr schwul. Schwul, 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 schwul. Ich bin auch schwul. Nee. Okay. Gut, dass da hinter Gorilla Lars steht. Ich bin ein Gorilla aus dem Dschungel, aus dem Dschungel. Zeigst du dann drauf, oder? Ach so, ich darf einfach, ich bin vor allem rasiert und das nicht am Körper, sondern da, wo man es nicht sieht, und zwar um meine Holzfällersteak-Rosette herum. Ja, die Mission Darstellung, die ist nicht nur was für Bonobos, denn auch der Gorilla mag es, dem anderen ins Gesicht zu gucken beim Vielen Dank, Paul. Paul Hombach, meine Damen und Herren. Großartig. Und unsere dufte Hummel. Tausend Dank. So schön kann Island sein, meine Damen und Herren. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind soweit. Mal gut, die Zeit ist verronnen wie im Fluge. Sind Sie der Meinung, dass unser Freund Lars Eidinger bei uns einziehen soll, darf, muss, kann? Dann jetzt die Karten hoch. Grün heißt ja, rot heißt nein. Hoch mit den Dingern! Das ist ein Rote! Die erste Rote! Und 835, ja, zwei Rote. Aber 835 Milliarden Grüne. Und das entscheidet, der darf bei uns einziehen. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen, Christine. Ich danke dir, ich danke mir selbst, ich danke unserem Publikum. Aber den Star des Abends danken wir zuallererst. Das war Lars Eidinger!